Moin Leute und willkommen zur zweiten Folge von StarCraft 2. Wir haben in der letzten Folge Tag der Befreiung als Mission abgeschlossen und werden nun fortfahren und sehen, was uns nun erwartet. Für den meistgesuchten Mann im Sektor bist du nicht wirklich schwer zu finden. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. Unser Jimmy Rayner, der Held des kleinen Mannes. Tychus Findlay. Schicker Anzug. Sicher ist sicher. Hörte, du wärst auf Eis gelegt. Lebenslänglich. Hat man dich wegen guter Führung rausgelassen? Darauf kannst du einen lassen. Ich bin jetzt ein Musterbürger. Was verschafft mir denn das Vergnügen? Ich wollte dir nur ein Geschäft vorschlagen. Hast du dich schon mal gefragt, was die Liga hier draußen treibt? Du wirst es mir bestimmt gleich erzählen. Die buddeln nach Alien-Artefakten, Kumpel. Dein Freund Mengst ist total scharf auf die Dinger. Aber ich habe da einen Kontakt, der für jedes Teil, das wir aus den Händen der Liga befreien, ordentlich was springen lässt. Da kann ich dann ja wohl schlecht Nein sagen, nicht wahr, Tychus? Alles klar, Partner. 60, 40. 70, 30. Für mich. Fühlt sich fast schon wie früher an. Wie in alten Zeiten. So, wir sind ja also in Joe Ray's Bar und ja. Die kennen sich also von früher. Interessant auf jeden Fall. Wir reden nochmal mit Tychus. Das ist hier so ein kleiner Mode, in dem wir alles anklicken können eigentlich und reden können mit jemandem. Reden wir mal mit ihm. Ich will ja nicht neugierig sein, aber wie bist du da rausgekommen? Naja. Ich bin aus dem Kryo-Teil ausgebrochen, als sie mich nach Neuforsom bringen wollten. Ich habe bestimmt ein Dutzend von denen mit bloßen Händen kalt gemacht. Ja, den kenne ich schon. Du hast aber den Teil vergessen, wo du übers Wasser gegangen und mit der Tochter des Gefängnisdirektors durchgebrannt bist. Werd bloß nicht frech, Junge. Ich habe so einiges darüber gehört, was du für ein super toller Freiheitskämpfer geworden bist, während ich weg war. Was ist passiert, Jimmy? Ist dir etwa der Krieg für Wahrheit und Gerechtigkeit zu Kopf gestiegen? Ich habe zwar schon etwas Intus, Tychus, aber eins verspreche ich dir. Mengsk wird untergehen. So oder so. Ja. Alles klar. Gehen wir mal zu dem Bild von Kerrigan. Wer auch immer Kerrigan ist. Alles klar. Also. Okay. Na gut. Dann gucken wir nochmal ganz kurz in die Nachrichten. Hier ist Donny Vermillion und wir senden live aus unserem Studio auf Korhal. Wir haben eine brandaktuelle Eilmeldung für Sie. Schalten wir nun zu unserer Reporterin Kate Lockwell auf die Grenzwelt Masara. Kate? Danke, Donny. Der Rebell Jim Rayner hat sich mit einem Knall zurückgemeldet.
Er hat ein Depot der Liga in der Nähe der Backwater Station angegriffen, die dort gelagerten Waffen entwendet und an die örtliche Bevölkerung verteilt. Kate, ich gehe davon aus, dass es die Bevölkerung ziemlich nervös macht, einen berüchtigten Verbrecher in ihrer Nachbarschaft zu haben. Naja, Donny, eigentlich scheinen die Leute durch diesen Vorfall frischen Mut... Danke, Kate. Wir machen die Nachrichten. Jim Raynor terrorisiert Masaras Bevölkerung. Wir sind gleich zurück mit unserer Gesprächsrunde. Benutzen Ihre Kinder Stimpaks. Verbreite ruhig weiter deine Lügen, Kumpel. Ich habe gerade erst angefangen. Ha! Alles klar, er hat sie einfach unterbrochen. Gut, schauen wir noch auf einen Viking. Sieht aus, als wäre das noch nicht lange her gewesen. Warst du das, Jimmy? Die Leute in dieser Gegend sind bereit, sich gegen Mengsk zur Wehr zu setzen. Sie brauchten einfach nur einen kleinen Schubs. Du nimmst diese ganze Revolutionsnummer also immer noch ganz schön ernst. Jeder braucht ein Hobby, Tigers. Alles klar. Sein Hobby ist anscheinend die Welt zu befreien. Kann man mal machen. Gehen wir einfach in die Mission und schauen rein. Gut, soweit so gut. Dieses Mal kriegen wir den Sanitäter und wir kriegen 45.000 Credits als Belohnung, wenn wir diese Mission abschließen. Ich würde sagen, los geht's, meine lieben Freunde. Und viel Spaß. Dieser alte Außenposten sieht nicht gerade nach was Besonderem aus. Immer mit der Ruhe, mein Junge. Die Liga-Ingenieure sind hier nicht umsonst schon seit Monaten am Graben. Siehst du diesen Kran? Sie wollen das Artefakt, das sie gefunden haben, von diesem Planeten wegschaffen. Da brat mir doch einer einen Zergling. Siehst du? Du musst manchmal ein bisschen mehr Vertrauen haben, Jimmy. Na dann, verpassen wir der Liga mal einen Weckruf. Machen wir die Basis zu Kleinholz und holen das Ding da raus. Wir sind die Gesetzlosen. Los geht's. Okay. Commander, weitere Tutorials liegen für Sie bereit. Juckt mich nicht so. Also. Wir brauchen viel mehr Space Marines, bevor wir den Liga-Außenposten angreifen können. Sie werden in der Kaserne ausgebildet. Wo wir schon dabei sind, mit mehr WBFs können wir die Mineralien schneller einsammeln. WBFs werden in der Kommandozentrale ausgebildet. Das ist halt noch so ein Tutorial, aber ich weiß halt schon alles, weil ich das Spiel natürlich schon kenne. Ich bin sogar... Ich will jetzt nicht sagen, dass es gut ist, aber ich bin schon Level 52 in diesem Spiel. Das ist also... Ich würde nicht behaupten, dass es schlecht ist, aber ich würde auch nicht behaupten, dass es gut ist. Von daher... ja, hier wird also noch... Es ist halt so wie ein Tutorial, ne? Es wird halt alles noch erklärt, so als würde man hier gar nichts wissen. Ist ja auch klar. Woher sollte man es auch wissen, ne? Wir versuchen jetzt einfach mal ein bisschen diese Basis hier aufzumischen. Und unsere Ressourcen etwas zu aufzustocken. Hier haben wir auch gerade schon drei solcher, Ich weiß nicht, wie die heißen. Ressourcencontainer? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, brauchen wir mehr Versorgungsdepots, also damit wir mehr Einheiten bauen können. Wir haben 19 von 19. Das kennt ihr vielleicht von dem ein oder anderen Spiel schon. Okay, dann konzentrieren wir uns jetzt mal aufs Gameplay. Ich rede dazu ein bisschen was. Und zwar als allererstes, wir bauen natürlich auch noch Sanitäter. Aber es ist sinnvoll, jetzt erstmal mehrere... Oh, ich habe gerade mein Dings weggemacht. Kommt auf die drei. So, hier sind halt alle... Der gehört auch dazu. So. Alles klar. Commander, die Liga greift die Rebellenbasis im Südwesten an. Gut. Das hält uns die Liga vom Hals. Diese Leute brauchen unsere Hilfe, Titus.
Wir werden sie auf keinen Fall ihrem Schicksal überlassen. Okay, haben wir. Sind wir froh, euch Jungs zu sehen. Wir sind auf eurer Seite. Sagt einfach, wo wir uns aufstellen sollen. Perfekt, besser geht's gar nicht, oder? Ein bisschen Verstärkung noch. Die Liga kann zur Hölle fahren. Sehe ich genauso, mein Freund. So, dann machen wir den auf dahin und die bilden beide Echer aus und der bildet noch S aus. Da kommt einer. So, reck den mal voll. So, die haben mir so gesagt, warte, wie hießen die? Energie. Danke für die Info, Bro. Ich bin dir für jede Info dankbar, Bro. Aliens, sie sind nicht gut, das ist ein bisschen krass hier, die Jungs. Das werde ich definitiv tun. Hat einige meiner Jungs gerade zerfetzt, das ist ein bisschen scheiße. So, kommt mal alle hierher. Und, VBFs, ich brauche halt mehr Depots, ne? Hat er gerade auch gesagt. So, okay, wir können aber schon mal rushen, würde ich sagen. Wir können halt auch hier hin, ne? So, let's go. Da ist ein Bunker, soweit ich weiß, genau. Shit, Jungs. Nein, er kam nicht weg. Ja, das sehe ich genauso. Ist nicht schlecht auf jeden Fall, unsere Kombination. So, kommt mal alle hier hin. Mehr VBFs kann ich auch noch machen. Und der bildet mir dann noch ein paar Dings aus. Jaspingas. Ist eine schlechte Idee. So, und der kann auch wieder sammeln. Perfekt. Alright. Okay, gehen wir mal rauf, würde ich sagen, oder? Können wir schaffen, oder? Da ist noch irgendwo ein Hell... Nee, kein Hellion. Doch, da ist ein Hellion. Alright, ich würde sagen, wir zerstören jetzt die Fabriken und so alles, wo sie... Oh, verpiss dich. So. Haben wir das auch gleich zerstört, bitte, bevor noch einer spawnen kann? Ah, natürlich nicht. So, jetzt zerstören wir die Fabrik, bevor... Kann eine Einheit spawnen? Ich weiß es nicht. Alright. Also die Basis sollten wir haben, ne? Ein Tipp bei dieser Mission kann ich euch einfach nur geben. Ihr müsst die ganze Zeit einfach nur Einheiten produzieren, so wie ich gerade. Also ihr müsst immer nachfüllen und hinschicken, weil ihr die einfach braucht. Kann ich euch echt nur empfehlen. Und ihr braucht auch sehr viele VBFs. Auch, kann ich euch auch empfehlen. Alright. Ich habe alles zerstört, außer das. Und das soll ich echt noch zerstören. Wollt ihr mich verarschen? GG. Das war's. Und der Abspann, bitte. Zugriff auf Krankontrolle. Dechiffriere Sicherheitssystem zur Überbrückung. Krankontrolle übernommen. Nice. Lasst uns das Ding mal an Land ziehen und dann nichts wie weg hier. Perfectly. Gut. Ressourcenlager gefunden. 7 von 9. Da war wohl wahrscheinlich noch was an rechts wahrscheinlich oder so.
So, da war noch schon wieder hier das geschafft. Auf normal. Alle Gas- und Mineralcontainer habe ich anscheinend auch schon mal geschafft. Ich habe jetzt zwei verpasst und alles Ding. Und in unter 10 Minuten auf schwierig. Ja gut, das ist nochmal auf schwierig. Das ist ein bisschen anders. Aber ich habe es jetzt in 6 Minuten 44 geschafft. Das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr denn das so gesagt findet. Und wir sehen uns in der nächsten wieder. Macht's gut. Ciao.